Was ich am Schwalm-Eder-Kreis schätze, also es ist vor allem Heimat. Also so ein Gefühl, da bin ich geboren, aufgewachsen und das ist schwer zu definieren, aber ich glaube, es hängt schon auch mit dem Boden, mit dem Naturraum zusammen. Nach wie vor denke ich, dass im Schwalm-Eder-Kreis eine große Vielfalt an unterschiedlichen Betriebsformen da ist. Kleine Betriebe, große Betriebe, mittlere Betriebe, klassische Familienbetriebe, Menschen, die ganz neu mit Landwirtschaft auch anfangen, die neue Modelle auch ausprobieren, wie Landwirtschaft funktioniert. Das schätze ich persönlich sehr, dass es diese Gleichzeitigkeit gibt von unterschiedlichen Betrieben, Produkten, Modellen, dass es einen sportlichen Wettbewerb gibt, auch zwischen den Betrieben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es traditionell, obwohl da auch immer viel Arbeit war, dass die Dinge ihre Zeit hatten und dass, wenn Mittagspause war, war Mittagspause. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel das Rübenhacken mit viel Personal wurde am Feldrand eine Pause gemacht, eine ausgedehnte, ist heute relativ undenkbar. Die meisten Landwirte sind sowohl Häuptlinge als auch Indianer. Das heißt, diejenigen, die die großen strategischen Entscheidungen treffen und diejenigen, die die Arbeit an sich dann machen, das sind ein und dieselben. Und das führt eben dazu, dass Landwirte oft vielleicht auch vorsichtig sind bei großen Entscheidungen, also tendenziell eher konservativ entscheiden, weil sie wissen, letztendlich müssen sie den Schlamassel auch ausbaden, den sie da mal entschieden haben. Was die Betriebe im Schwalm-Eder-Kreis dann nochmal auszeichnet, ist, glaube ich, dass wir erstmal eine naturräumliche Vielfalt haben und dementsprechend sehr viel Potenzial, sehr unterschiedliche Dinge auch anzugehen. Alle Wurst im Schwalm-Eder-Kreis, würde ich sagen, ist ein Erfolg, weil es eine große Vielfalt von Produkten gibt innerhalb einer Ortschaft, zwischen den Betrieben, innerhalb der verschiedenen Gegenden im Schwalm-Eder-Kreis. Und gleichzeitig gibt es nur einen Begriff, alle Wurst. Also alle Menschen, die über alle Wurst reden, haben eine ziemlich klare Vorstellung. Die Ökomodellregion hat Sinn und Ziel, dass wir mehr Ökolandbau im Schwalm-Eder-Kreis entwickeln, initiieren, fördern. Es gibt ein Ziel der Landesregierung, das sagt 25% Ökolandbau bis 25. Wir liegen so mehr oder weniger bei 10%, etwas drunter. Wir arbeiten vor allem dran, im Bereich Nachfrage Initiativen zu ergreifen, Betriebe zu unterstützen, weil wir eben sehen, das Angebot folgt der Nachfrage und die Betriebe, und damit meine ich nicht nur die landwirtschaftlichen Betriebe, sondern alle Verarbeiter, alle Zwischenhändler. Das Kita-Abo-Kisten-Projekt haben wir vor einem halben Jahr initiiert. Da geht es schlicht darum, mehr regionale und mehr Bio-Zutaten in die Kitas zu bekommen. Und das Ganze steht auf zwei Säulen, nämlich einmal möchten wir, dass die Verpflegung in den Kitas sich verbessert und gleichzeitig, dass in der Ernährungspädagogik diese Zusammenhänge vermittelt werden können zwischen wie ernähre ich mich, wie kaufe ich ein, welchen Einfluss hat das auf die Umwelt. Das beginnt aus unserer Sicht ja früh. Grundsätzlich glaube ich, dass jeder Betrieb schon auch so seinen eigenen Weg sucht, seine Produkte gut zu vermarkten, egal ob das im Hofladen ist, Wochenmarkt, Automat, die Wege, die es da gibt, in der Online-Vermarktung, die werden schon auch alle beschritten. Tatsächlich ist das Thema Ökolandbau konventionell ein Spannungsfeld, vor allem auch insofern, als dass der konventionelle Landbau sich ja auch weiterentwickelt und auch sieht, dass er nachhaltiger wirtschaften muss. Das Thema Tierwohl wird auch von konventionellen Betrieben bearbeitet. Die Haltung auf Stroh, jeder hat da so seinen Platz, jeder hat seine Methoden. Ich kann anerkennen, was konventionelle Betriebe an Landwirtschaft machen. Wenn das handwerklich gut gemacht ist, dann kann ich das auch akzeptieren und gut finden. Und das wünsche ich mir umgekehrt genauso. Ich habe das Ideal von einem Konsumenten, der gut informiert ist und auch kompetent ist. Aber ich werbe natürlich für, dass gute Lebensmittel einen Wert haben und dass die auch etwas kosten müssen. Und das mit Freude und mit Genuss, und in dem Wettbewerb bewege ich mich.